weil Quidditch abgesagt wurde? Ha, ich wollte in dieser Saison ein paar Galionen auf Hufflepuff. Wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Nix. Revelio. Ich glaube, das ist nur das erste Mal so, dass es so mies ist. Wahr sein. Hallöchen, Bosco. Revelio. Den schau ich mal später an. Lass mal raus hier. Was ist die Aufgabe? Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ich helfe gern. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Ich schaue mich weiter um. Wie viele Statuen gibt es? Woher soll der das wissen? Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lösen. Mhm. Oben waren wir gerade. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Verkaufen. Hogsmeade. Alles andere macht gerade keinen Sinn, weil sonst verscherbeln wir das Ganze nicht, sondern machen das Ganze eher kaputt. Und ich bin blöd, ich müsste eigentlich nicht nach Hogsmeade, sondern erstmal das Zeug nach Hogsmeade. Ja, ich weiß. Darf ich nochmal ganz kurz? Da ist ein bisschen mehr drin. Okay. Aber ich will trotzdem auf die Karte. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Geheime Räume. Danke. Danke. Nochmal 10 Mondstein. So, Mega Power Trank. Nie genug. Jetzt machen wir einmal fertig.
haben. Gleich nochmal. Alles schön brav vor sich hin, das ist okay. Hogsmeade, wir verkaufen die Kleidung. Jetzt aber endgültig. Wenn wir schon da sind, können wir uns mit eintreffen. Revelio. Hallöchen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ich, ja, Stilveränderung erstmal. Nee, erstmal gehen wir mal kurz zum Beispiel die einzelnen Kleidungsstücke durch. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie. Ja, yeah, ganz kurz. Gutes Auge für Mode. 41. Okay, Handschuhe passen. Gehen nicht mehr weg. Brille. Brillen gehen weg. Aktuell habe ich den hier. ja, natürlich. Auch wenn es komisch aussieht, der ist deutlich besser. Halsbekleidung 46. Ein Unterschied. 47. Auch kein Unterschied. Und den nehmen wir. Den Rest hauen wir raus, aber wir brauchen ja wieder die Münzen. Seid vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Und Bosco, ja, sehr interessant, aber ich nehme gerade nebenbei auf. Das schneide ich jetzt gerade raus. Oder auch nicht, ich weiß noch nicht. Hand halt immer noch nicht. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Der war gut. Hallo. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Das Gleiche. Und Banks. Reveli. Mikroskop, okay. Danke. Aktuell.
Auftrag. Wir treffen uns mit der einen in den drei Besen. Man kann an keiner Katze vorbeigehen, ohne zu streicheln. Das geht einfach nicht. Revelio. Für drei, okay. Oh nein, möchte ich nicht. Revelio. Zonko macht mich ja kaputt irgendwie gerade. Dream Promo Sticks, genau hier muss ich rein. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Hört sich irgendwie falsch an. Sorry, funktioniert nicht. Freut mich zu hören. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jung wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Was wissen Sie über die beiden? Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Danke. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Sirona? Aber natürlich. Mhm. Schon gut. Hat sich erledigt. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Revelio. Mal hier hinten. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Besser als in Spinnen. Also gut.
Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Miss Willardsey, könnten Sie mich daran erinnern, was ich tun soll? Natürlich. Ein Schwarm wunderschöner Schmetterlinge schwirrt am Rande des verbotenen Waldes herum. Ich habe mich gefragt, ob du ihnen folgen und mir sagen könntest, wohin sie dich führen. Ist okay, weil ich habe bereits einmal gefolgt. Nein. Nicht so? Gut. Reveal. Und trotzdem kurz mal hoch. Ich nehme alles mit. Revelio. Warum? Noch? Okay, hätte ich auch direkt abkürzen können. Hallo, Homura. Langsam nervt es, aber ja. Revelio, du gehörst mir, Demigais. Hat nochmal Glück gehabt, ha? Auch so verwinkelt. Revelio. Habe ich den jetzt komplett da drin übersehen? Ja. Yep. Da oben. Revelio. Privatzimmer und drei Besen. Okay, aber schnell wieder raus hier. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja anhalten. So. Ich finde, es wird nicht genug. Wir schauen nach, was wir noch kaufen können hier. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Die Wesen haben wir noch nicht. Zauberleistung, Dunkelkompost haben wir, brauchen wir nicht. Schalte die Fähigkeit frei, den Hupf für den Topf zu beschwören. Dieser magische kleine Topf braut regelmäßig einen zufälligen Trank. Okay, das eine haben wir schon mit den Pflanzen. 20 mit großem Topf. Mit zwei großen Töpfen.
5 kleine 41 Gold. Schalte die Fähigkeit frei, eine mittelgroße Trankstation zu beschwören. Perfekt geeignet für alle deine Brauwünsche zu. Fünf kleine Töpfe. Und 3 mittelgroße. Das kostet 3000, das sind 5,5. Der macht mich aber gerade. Boah. Ich nehme mal mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Revelio. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, ist nur blöd, dass da gerade. Also du musst auch noch in die Häuser rein. Rebellion. Schon. Man kommt nicht an der Katze vorbei. Keine Chance. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Gerade nur noch mal durch, ob ich irgendwas finde. Nicht. Revelio. Confringo! Defingo! Escaniam! Incendio! Das war ein Versuch wert. Ich kannte mal ein Mädchen, sah aus wie ein Inferius. Revelio. Revelio.
Hi. Einmal nur durchschauen. Da haben wir noch zum Gärtner, hm? Hallo Homura. Vor allen Leuten. Ist wieder typisch. What? Nicht. Hallo Homura. Was denn? Lumos. Revelio. Habe ich gesehen gehabt. Das war nicht das, was ich wollte. Hallo Homura. Wir schauen nochmal kurz durch. Revelio. Irgendwo soll es ein ganz kleine. Ein Scroll mit drei Höhen direkt, fast direkt nebeneinander.
Aber das ist aktuell nicht der Fall. Okay. Wenn ich in eine schwierige Lage